Hallo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Truck and Logistics Simulator hier mit GP Gaming 2020 und dem Max. Hallo. Ja, nach dem Intro seht ihr gleich, wie wir hier wieder richtig hart zocken halt. Bis gleich. Jo. Hier sind die Aufträge. Da suche ich mir jetzt wieder einen aus, der viel Geld bringt. Neunhundert. Ist aber auch nicht. 900 ist ja gar nichts. 9000 meine ich, sorry. Ach so. Aber eigentlich müsste man nehmen, der mehr bringt pro Kilometer. Der hier zum Beispiel, der bringt mehr pro Kilometer. Und der? Also der ist halt schon richtig blöd mit diesen ganzen. Ja, aber dann ja fast lieber einen längeren, oder? Ja, ich nehme den, der wo ich 8800 bekomme. Ich wette, ich muss wieder so einen dummen Generator da fahren. Ach du Scheiße, hat mich jetzt hier durchgewirbelt. Aber jetzt kommt nicht mehr die Frage, ob ich mit dir joinen will, sozusagen. Das ist aber komisch, vielleicht bist du weiter weg von mir. So, dann nehme ich. So. Ja, aber ich habe gar keine für 8000. Ich habe welche für 7000. Doch, 8800. Easy. Hier ist die Polizeikontrolle in den Verkehrsunfall, was hier passiert. Das war, glaube ich, ich. Aber keine Menschen laufen rum. Oh, oh, ups. Ich habe übrigens schon ein Loch in den Zaun gemacht, kannst einfach durchfahren. Ich fahre die ganze Zeit durch irgendwelche Zäune. Ja, ich versuche schon möglichst ordentlich zu fahren. Ey, was willst denn du jetzt? Verpiss dich. Ja, genau. Schön anhalten, mein Freund. Ist ja auch geil. Alles abgesperrt. Alle stehen da rum, aber keiner da. Ne, sag ich ja, keine Person. Die sind alle im RTW. Alle. Boah, blendet das Licht hier im Spiel. Sonnenuntergang oder was? Oh nein, ich bin auf der falschen Seite draufgefahren. Oh. Oh. Hier komme ich durch. Ich versuche ja relativ normal zu fahren. Mein Auto hat gerade Ich ein Wheelie nicht. gemacht. Ich bin nur auf den Hinterrädern von meinem Anhänger gefahren. Auch geil. Würde dich gerne anhupen, aber ich glaube, das hörst du nicht. Nee. Warum bist du eigentlich so viel schneller als ich? Weil ich weniger dagegen fahre. Pass auf, ich hole dich schon noch einen. Ich fahre generell so um die 80 immer. Ich 120. Ja, guckst du. Boah, es ist dunkel, Ah, gell, Licht, gell, ja. Das ist auch nicht viel heller. ey. Ja. Das Licht. Aber bei der Landschaft haben sie sich schon ein bisschen Mühe gegeben, muss man sagen. Ja, und es ist auch eine sehr große Map, das muss man auch zugeben. Ja. Ja, weil wenn du überlegst, wenn du dann so einen großen LKW hast mit Sattelschlepper, wäre es ja doof, wenn du nur 10 Meter fährst. Ja. Und dann braucht man, glaube ich, auch ein Lenkrad. Also mit Lenkrad macht das, glaube ich, viel mehr Spaß, das Spiel. Also Spaß ist jetzt eh bedingt vorhanden. Wann holst du mich jetzt eigentlich ein? Ja, ich versuch's ja gerade. Ich fahr schon 140. Also ungelogen 140. Achso, ich fahre 145. Oh, jetzt ist echt dunkel. Alter. Hub schon alle aus dem Weg. Hast du echt dein Aufnahmelicht ausgemacht? Ja. Manchmal vergisst du es ja. Nee, das war das Erste, was ich gerade gemacht habe. Okay.
sehe dich schon noch, so ist es nicht. Ich habe kurz die Abfahrt genommen und war jetzt wieder hoch. Du Ehre. Ich krieg dich. Weil da ich die Abfahrt runter bin. Ich bin die Abfahrt runter und unten. Der Ton ist sogar richtig geil im Tunnel, ey, wenn man hoch. Echt? Ja. Ich mal hinhören. Oh nein! Oh, oi, 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 jetzt hab ich mal. Oh. Mein Hänger. Oh, mein Hänger. Verkehrsunfall. Ja, ist echt gut im Tunnel. Tunnel. Ah. Ah, hat sich auch gerissen. Ja. Ich glaube, ich kann gar nicht mehr rühren. Ich hänge meinen Anhänger nicht mehr dran, irgendwie. Das ist der Anhänger jetzt erst da. Ich glaube, ich muss den Anhänger erst von der Leitplanke runterholen. Wie die Autos alle respawnen. Lass mal mich zuerst. Sonst ist doch hier nie was. Ich will zuerst. Ja, okay. Ich bin weg. Oh, die Autos sind despawned. Hey, hab ich doch gesagt. Bei mir nur erst jetzt gerade eben. Achso. Wir müssen schwer neue da. Also ich meinen erstmal ankuppeln. Ja, dann wegziehen. Dann kuppel doch deinen an. Ich bin jetzt schon so kaputt, dass ich im roten Bereich bin. Das ist bei mir noch nicht so. Ich muss jetzt mal die Autos hier weglassen. Aber das Problem ist, dass da immer wieder neue kommen. Ah, ich kann absperren. Warte, ich fahre ein Stück einfach. So, jetzt kann ich wieder nicht fahren, weil ich zu einer anderen Leitplanke bin. Der LKW fährt hier halt auch nicht, ne? Weiter. Das Gute ist, ich sehe kein LKW. Wenn ich da jetzt reinfalle in den LKW, jetzt. Ich wollte absperren für dich, jetzt schießt du im Weg. Ja, lass mich weg. Lass mich weg. Jetzt kommen wieder neue Autos, jetzt hätte ich gerade so schnell absperren können. Jetzt will ich die erst wieder vorbeilassen. Ja, ich habe meinen Anhänger. Toll, bleib da stehen, bleib so stehen, wie du bist. Warte, ich mach noch ein bisschen. Fahr noch ein bisschen vor. So. So, ciao, du Loser. Ja, okay, du musst aber in die andere Richtung, mein Freund. Was? Achso, du musst ja woanders hin, oder? Ach, da geht's. Ah, Mann. Wo ist denn der Mann? Du bist jetzt auf der Gegenfahrbahn runtergefahren, oder? Klar. Oh Mann, ey. Hey, wo bist du jetzt? Ja, hinter dir. Seh ich gar nicht. Ach geil, hier wieder eine große Brücke. Oh, ein Gatebridge. Boah, mein Auto zieht die ganze Zeit nach links, ey. Ja, meins nach rechts. Ich seh's. Das ist ja bescheuert. Ich bin runtergefallen. Ich hab nach hinten geguckt, weil ich dich sehen wollte beim Abfahren. Dann bin ich selber über King gefahren. Bei mir passieren gerade komische Dinge. Wo bist du denn? Ich hab Fahrzeug wieder herstellen gedrückt, jetzt bin ich in die Leitplanke. Ach, da oben, ja. Ja, mit, toll, jetzt komme ich nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Mit oder ohne Anhänger? Mit. Mach nochmal wieder herstellen. Ja, aber ich bin in der Leitplanke. Ja, drück nochmal wieder herstellen. Mach ich die ganze Zeit, passiert nichts mehr. Ja, hast du das Rennen wohl verloren. Soll ich dir helfen irgendwie?
Man kann nicht gar nicht, mein Auto ist jeden Moment kaputt. Es kommt davon, weil du so viel Schmarrn hier machst, gell? Wie weit ist es denn noch? Wie weit ist es denn noch? Ja toll, ich kann nicht mehr, ich kann, ich bin... Drück nochmal Fahrzeug wiederherstellen. Geht nicht. Oh, oh, oh Gott. Ja, jetzt bin ich wieder frei, aber mein Anhänger steht auf der Brücke. Wie bist du jetzt freigekommen? Einfach irgendwie mit Nackeln und rum und fahren und... Ach so. Mein Anhänger blockiert den ganzen Verkehr. Aber keiner fährt am Standstreifen vorbei. Ich bin repariert. Weiter geht er. Der Peter. Weg. Jo. Ich glaube, das Spiel ist eher wieder was für ein Pop. Oh mein Gott, da ist extra eine Sprungschanze. Ich muss nochmal umdrehen und die fahren. Mach doch Anhänger, Kupplung. Mach doch, häng ihn doch dran. Das, also das muss man ausnutzen. Wenn man sowas sieht, dann kann man nicht anders. Boah, Alter, ich flippe jetzt gleich aus mit diesem Kackspiel. Leider bin ich nicht so schnell. Oh. Diese Sprungschanze kannst du super gut benutzen. Weil da passiert nichts. Also meinem Auto ist nichts passiert. So. Jetzt. Oh. Ich muss rückwärts in der Halle einparken. Jetzt, ich habe meinen Anhänger wieder dran, ich glaub's ja nicht. Und bin aber in der falschen Richtung auf der Brücke. Was mache ich jetzt? Umdrehen. Ja, aber ich bin auf der Gegenfahrbahn. Nein, falsche Richtung. Nein. Das Problem ist immer das. Dass er immer erst schalten muss, das ist immer ein bisschen nervig. Aber jetzt fahre ich gegen Spur. Schön konzentriert rückwärts einparken. Konzentration. Jawohl. Frachtbeschädigung 10%. Ach, leck mich doch. Was ist das hier für ein Helm? So. Hab's von der Brücke runter geschafft. Sehr gut. Wenn du dann kurz vor der Stadt bist, bei der ich bin, gerade, dann musst du die Sprungschanze nehmen. Hast du bekehrt? Ja. Lass mich erstmal irgendwo hinkommen. Ich fahre die ganze Zeit nach rechts. Ich mache kurz einen Boxenstopp zum Reparieren. Hä, muss ich das Ding anhängen, oder? Verstehe nicht. Gar keine Anhängerkupplung. Hä? Hey, was soll ich tun? Und welche Sprungschanze meinst du jetzt? Ja, wenn man in die... Boah, geil! Yo! Die war nice, ey!
Ich weiß nicht, was ich machen soll hier. Wie, was du machen sollst? Ach, hi. Hi. Wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich das Ding abstellen? Schon neu starten, weil das ist echt schon. Hier ist kein. Hier ist für mich kein. Ach, da? Oh Gott, nee. Nee. So. Oh Gott. Rückwärts in die Halle rein, gell? Das ist aber ganz einfach. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich hab's auf dem ersten Versuch. Ja, guck. Endlich. Oh, God bless. So, und jetzt? The next one. Einer geht noch im kurzen. Ist das eine Bauarbeiter? Ja, weil das sind so Bauarbeiteraufträge. Hier, ich kann jetzt hier richtig aufladen. Das ist voll cool. Dann nehme ich den mit 2954. Ich habe aber einen kurzen genommen. Ich habe einen mit 400 genommen oder so. Der ist nur 3 Kilometer weit oder so. Ja, ja. Auch einen relativ kurzen. So, was muss ich jetzt machen? Da hinten irgendwas anhängen. Ach so. Ja, ich habe wieder so einen blöden Lichtmasten. Voll cool, wie sich hier der Sand verfärbt. Das ist eigentlich ganz geil gemacht. Also manche Sachen sind im Spiel schon, aber ich glaube einfach, dass es noch nicht fertig ist. Early Access? Das weiß ich nicht. Ob ich nicht aufpasst. Ich fahr schon mal los. Ciao. Jojo. Ups, ein bisschen zu weit. Also dieser Rückwärtsgang reinmachen, das ist immer, Apes. Ja, wenn man da dreimal drücken muss. Oder zweimal. So. Gummi. Hätte ich auch einfach auf meine Pritsche hinten drauf packen können. Hallo! Rechts vor links. Wie wär's mal? Ich habe gerade ein Auto einfach weggeschoben und benutzt, damit ich um die Kurve rumkomme. Aber er fährt weiter. Brav. Braver Bürger. Vollgas. So, jetzt gehen wir die Steine hier ab. Ja, cool. Geht das? Ach so. Nach oben. Jawohl. Geschafft. Schon fertig? Ja. Komplett mit dem Auftrag, oder was? Ich hatte gesagt, ich hätte einen kurzen. Ich habe auch einen kurzen. Kommt gleich an. Oh, hier gibt es aber auch richtig fette Sachen, ey. Wenn man sich das mal anschaut, was mit alle Fahrzeuge. Kann man schon coole Sachen machen, glaube ich. Schau ich mal kurz zu dem Grünen. Was es da so für Fahrzeuge für alle gibt. Einfach manchmal mal so sieht, was das Spiel vielleicht so in Aussicht hat. Ich bin gerade wieder am Fahrzeug wiederherstellen. Das ist nicht gut. Warum? Glaub's mir einfach, es ist scheiße. Nee, warum du wiederherstellen musst? Ja, warum wohl? Weil ich wieder irgendwo runtergefallen bin. Ah, jetzt habe ich es geschafft. Kannst du ja mal probieren. Wieso bist du runtergefallen?
Weil ich zu schnell in die Kurve gefahren bin. Wieso hast du das gemacht? Weil ich Gas geben wollte. Okay. Weißt du, time is money und so. Oh scheiße, ich hätte da reingemusst. Time is money. Ah geil, hier gibt's auch solche Kranwägen, wo du so, so Container aufnimmst und es dann irgendwo drauf legst. Das ist auch ganz cool. Ja, ja. Also. Oh, Bausteller. Aber so. Der Max ist da jetzt nochmal Folgenende und dann ist auch Goody mit dem Spiel. Zu Recht Goody. Bam. Bam. Schon ein bisschen randalieren, Max. Was der Max schon das ganze Zeit, die ganze Zeit lang macht. Ich will wissen, was passiert, wenn das Auto kaputt geht. Hast du schon mal gehabt? Das ganz nee. Kaputt war? Och nö, jetzt habe ich das gebremst. Aber das ist eine schöne Straße, um Vollgas zu fahren. Aber er zieht schon voll nach links. So, abgeschlossen. So, ich habe 21.000 Monetas. Ich habe 20.000. Aber ich komme jetzt nicht mehr zu dir, oder kann ich irgendwie spawnen? Also ich habe Fahrzeuge herstellen gedrückt und es war 1A, easy peasy. Ich versuche kurz mein Auto noch kaputt zu machen, dann können wir aufhören. Okay. Kannst ja auch probieren. Okay. Ich weiß halt, dass ich es schaffe. Ja, ich werde auch, dass ich es schaffe, aber wie schnell ist halt die Frage. Oder ich fahre einfach ins Meer. Weißt du, ja, aber da wirst du wahrscheinlich nur wieder zurückgespawnt, oder? Das ist die Möglichkeit Nummer 1. Möglichkeit Nummer 2 ist, ich fahr auf Meeresgrund. Also ich fahre auch auf Meeresgrund gerade, ja. Das ist aber nicht weiter kaputt gegangen. Man kann auch ziemlich lange auf Meeresgrund fahren. Naja, das stört ihn gar nicht. Er schlägt dir zwar vor, dass du zurücksetzt, aber... Ich mach erstmal Licht an, weil hier ist ja echt dunkel. Am Meeresgrund, meinst du? Ja. Hast du schon mal einen Hydranten umgefahren? Nee. Würde mich jetzt auch mal interessieren. Kommt kein Wasser raus. Yo, Überschlag! Unter Wasser oder was? Nee, bin schon wieder über Wasser. Ich suche mir jetzt ein Auto, in das ich frontal reinfahren kann. Da ist eins. Oh, mein Auto hört sich nicht mehr gut an. Mein Auto fährt sich auch nicht mehr gut. Geronimo! Ich fahre jetzt aus einer gerade Straße. Vollgas? Also ich bin noch... Ich bin so ein Dreiviertel kaputt. Ah, ich bin schon mehr als Dreiviertel. Oh. Jetzt habe ich noch ein ganz bisschen... Oh, ich habe das andere Auto umgedreht. Alles klar? Das ist respawned. Ich habe noch einen ganz kleinen Müh an Leben übrig. Ja, jeden wegräumen, einfach frontal. So, jetzt ist eigentlich die Leiste voll. Vielleicht brauche ich noch einen. Du. Meine Leiste ist auch voll. Da kommt noch einer. Hä, was passiert jetzt? Nix, irgendwie. Man kann trotzdem weiterfahren. Das wäre jetzt ein bisschen sehr beschissen. Wir haben da ja lang drauf hingearbeitet. Eigentlich schon. Für nix. Hat also überhaupt keine Konsistenz. Konsequenz, wenn wir irgendwo dagegen fahren.
Das heißt, du kannst in dem Spiel machen, was du willst. Du kriegst nur Minuspunkte, wenn deine Fracht beschädigt ist. Aber die ist bei mir auch noch nie beschädigt gewesen und ich habe ja nur Scheiße gebaut. Bei mir war sie 10%. Ja, hab ich gut erwischt. Mein Auto fährt sich halt total beschissen, aber fahren kann ich trotzdem noch. Ja, ich würde sagen, Alter, wo hab ich den jetzt weggeräumt, ey? Maschallah. Bei dem schönen Ambeck hier. Da ist schöner. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Abo da, lasst ein Like da und aktiviert die Glocke. Schreibt auch gerne mal was in die Kommentare, damit wir wissen, dass ihr Spaß hattet. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zu einem neuen Sonntagsspiel. Bis dahin, ciao!